Leif Matbjerger. Ich adressiere mich heute an euch an einem Moment, wo das Leben zu Lützeburg wird müssen gedrosselt gehen. Die Regierung hat Mesuren decidiert, wie sie an unserem Land an den letzten Jahrzehnten nicht kaufen. Es sind Decisionen, die weit gehen, einen großen Abfluss auf das alljährliche Leben haben. Es sind Decisionen, die ganz bestimmt nicht einfach, aber immens wichtig und richtig sind. Das ist der Moment, an dem als nationale Solidarität gefordert ist, an euch machen, ein Appell, um jederin die Situation erst zu holen, an die Mesuren und Rekommendationen auch zu suivieren. Wir wissen, dass der Virus, den Feld den Moment paralysiert, ganz gefährlich kann sein für vulnerable Personen. Das ist essentiell, dass wir es fertig bringen, die Verbreitung von dem Coronavirus zu limitieren und vor allem dafür zu sorgen, dass so viele wie möglich Menschen sich auf EQ infizieren. Jeder von uns hat hier eine große Verantwortung. Respektiert demnach unbedingt die generellen Regeln von Hygiene und verhaltet dementsprechend. Die Regierung und die verschiedenen Autoritäten evaluieren permanent die aktuelle Situation und die Mesuren gehen angepasst, wenn es nötig und notwendig ist. Das ist ein besonderer Effort von unserem Gesundheits- und Pflegepersonal gefordert, als sie leisten eine außergewöhnliche Arbeit. Ich will besonders Ihnen heute auch meinen tiefsten Respekt ausdrücken an Ihnen Merci sagen für Ihre wertvolle Arbeit an Ihren unmittelbaren Ersatz. Ich bin auch dankbar für die Solidarität an der Population und die vielen Initiativen, die sich spontan formiert haben, für einen dem anderen zu helfen und besonders für die mehr vulnerable Personen zu schützen. An diesen Tagen und Wochen sind wir zusammen mit der Grand Duchesse und unserer ganzen Familie mit ganzem Herzen bei euch, für mit euch zusammen durch die schwierige Zeit zu gehen. Merci und viel Courage.